Wie hat Dumbledore den jungen Tom Riddle eigentlich im Waisenhaus gefunden? Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video sprechen wir über Dumbledore, Tom Riddle und darüber, wie Dumbledore im Waisenhaus zum ersten Mal den mächtigen Jungen kennenlernte, der später zu Lord Voldemort werden sollte. In einer Szene des Halbblutprinzen besucht Harry Potter Dumbledore in seinem Büro. Dumbledore weist Harry den Weg zu seinem Denkarium, einem magischen Gegenstand, mit dem man seine Erinnerungen anschauen kann. Bei der Durchsicht von Dumbledores Erinnerungen wird Harry in das Jahr 1938 zurückversetzt, als ein junger Dumbledore einen sehr verstört aussehenden Jungen besucht, der allein in einem Zimmer in einem Waisenhaus sitzt. Wie hat Dumbledore diesen Jungen gefunden? Während des Besuchs von Dumbledore im Waisenhaus offenbart er dem Jungen, dass er ein Zauberer ist und zeigt ihm anschließend eine beeindruckende Vorführung magischer Fähigkeiten. Riddle ist ein Alleskönner und kurz daraufhin lädt Dumbledore ihn nach Hogwarts ein. Tom Riddle war ein mit einem Fluch behaftetes, furchterregendes, feindseliges Kind, das die anderen Waisenkinder quälte. Aber das wusste Dumbledore erst später und es spielte auch keinerlei Rolle, denn der Zutritt zu Hogwarts wurde ihm dadurch nicht verwehrt. Dumbledore recherchierte über Riddle und wurde mit seiner Existenz vertrauter, aber er war sich seiner dunklen Natur immer noch nicht bewusst. Das wirft die Frage auf, wie hat Dumbledore Riddle überhaupt gefunden? Er war nur ein Waisenkind. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir einen Blick auf den Federkiel der Aufnahme und das Buch der Aufnahme werfen, das laut Pottermore in einem kleinen Turm liegt, der nie von einem Schüler besucht wurde, und in dem ein uraltes Buch liegt, das nicht mehr von Menschenhand berührt wurde, seit die vier Hogwarts-Gründer es bei der Fertigstellung des Schlosses dort abgelegt haben. In diesem Buch, das in schwarze Drachenhaut gebunden ist, steht ein kleines silbernes Tintenfass, aus dem eine lange Feder und das Aufnahmebuch herausragen. Sie sind das einzige Verfahren, mit dem die Schüler für Hogwarts ausgewählt werden. Das Buch und die Feder wurden von den Gründern von Hogwarts eingeführt, um den Wahlprozess in Hogwarts zu unterstützen und zu automatisieren. Einer der wichtigsten Parameter, die für die Erkennung von Schülern eingeführt wurden, ist folgender. In dem Moment, in dem ein Kind zum ersten Mal Anzeichen von Magie zeigt, steigt die Feder aus dem Tintenfass und versucht, den Namen des Kindes in die Seiten des Buches zu schreiben. Das bedeutet, dass sobald das Kind irgendeine Form von Magie zeigt, sofort schriftlich festgehalten wird, dass es ein magisches Wesen ist und dass kein Kind in der Lage wäre, unentdeckte Magie auszuüben, ohne dass dieses magische Buch und die Feder es zur Kenntnis nehmen. Das bedeutet, dass Riddle, während er im Waisenhaus war, Magie praktiziert haben muss und somit auf dem Radar der Behörden steht. Ein weit verbreiteter Irrtum über Kinder, die erste Anzeichen von Magie zeigen, besteht darin, dass das Ministerium alarmiert wird. Das Ministerium erfährt von jeder Art von magischer Aktivität, das ein Kind ausübt, aber bevor es registriert wird, erfährt es der Schulleiter von Hogwarts als erster, da er den unmittelbaren Zugang zu den Aufnahmebüchern hat. Der damalige Schulleiter von Hogwarts war aber nicht Dumbledore, sondern Armando Dippet, der das Amt des Schulleiters irgendwann zwischen 1965 und 1971 innehatte. Dumbledore war in dieser Zeit stellvertretender Schulleiter und der Professor für Transfiguration in Hogwarts. In dieser Funktion übernahm er ähnliche Aufgaben wie Professor McGonagall und half dabei, die Eltern der Kinder über die Aufnahme ihrer Kinder in Hogwarts zu informieren. Ich bezweifle nicht, dass Dumbledore ein unglaublich intelligentes und fleißiges Individuum ist und ich habe keinerlei Zweifel daran, dass er vor seinem ersten Buch zumindest einige intensive Nachforschungen über Tom Riddle angestellt hat, aber vielleicht wusste er einfach nichts von dem Ausmaß seiner dunklen Natur oder der wirklich zerstörerischen Macht, die er besaß. Aber ich bin mir sicher, dass Dumbledore zumindest ein wenig über seine Herkunft und sein Erbe wusste, nachdem Harry mit dem nachdenklichen Austausch mit Dumbledore fertig ist. Wussten Sie es, Sir? Ob ich damals wusste, dass ich soeben den gefährlichsten dunklen Zauberer aller Zeiten getroffen hatte? Nein. Und das war es auch wieder mit diesem Video und wie Dumbledore Tom Riddle gefunden hat. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.